Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und damit wieder ein herzliches Willkommen zur nächsten Podcast-Folge hier bei All Aquascaping Answers mit mir, mit Tobias Gavrisch. Falls sich das heute ein bisschen anders anhört, dann liegt das daran, dass ich echt so ein bisschen erkältet bin, weil ich kann gerade selber nicht wirklich beurteilen, wie ich mich anhöre, weil ich es selber nicht richtig hören kann. Also das ist schon mal ganz komisch, nur für den Fall, dass euch irgendwie meine Stimme komisch vorkommt, weil ich kann es selber gerade gar nicht beurteilen und ich glaube, man hört es auch so ein bisschen. Aber wie dem auch sei, das wird auch wieder besser in den nächsten paar Tagen. Ist übrigens kein Corona, 2 Tests gemacht in den letzten beiden Tagen, bei den negativ alles safe und so. Ne? So, aber für diese Podcast-Folge haben wir so ein paar nette Themen. Und zum Teil wieder so ein paar Metathemen, eine konkrete Frage von euch, aber auch relativ viele Metathemen, weil, wobei jetzt muss ich mal aufpassen, wenn ich Meta sage, weil es ist ja jetzt, also ich meine ja nicht Meta, das Unternehmen, sondern so Metathemen halt. Naja, aber gerade eine Sache finde ich super spannend, da möchte ich mal gerne mit euch ein bisschen drüber reden, weil das schlägt in so eine ähnliche Kerbe wie, ich habe mal vor einiger Zeit eine Podcast-Folge gemacht über dreiste Sponsoring-Anfragen und das geht in so eine ähnliche Richtung, aber kommen wir gleich zu. Erstmal ein bisschen Hausmeisterei, was passiert so die letzte Woche? Dem Meerwasserbecken geht es wieder deutlich besser, Wasser ist wieder klar, es bilden sich ein paar kleine Kieselalgen. Da mache ich mir jetzt überhaupt keine Sorgen drum, weil die bisher nie lang gehalten haben. Die bilden sich tatsächlich hauptsächlich auf den Überresten der Bakterienbeläge, die noch im Becken drin waren und die noch auf den Steinen waren. Und die werde ich nämlich ohnehin jetzt den nächsten Tag absaugen. Da wollte ich nochmal so einen 20 Liter Wasserwechsel machen und dabei halt alles wegsaugen, was ich da noch kriege. Alle neu eingesetzten Korallen, die ganzen Weichkorallen, die ich jetzt übergesetzt hatte, was auch noch in dem letzten Video drin war, sind alle super fit. Denen geht es bestens. Auch die Gonioporas stehen sehr, sehr gut. Das heißt, ich bin guter Dinge, dass das Ganze wieder, ja, sich stabilisiert. UV läuft immer noch die ganze Zeit. Jetzt gerade ist der Abschäumer wieder so ein bisschen am Kränkeln, also der schäumt wieder über wie blöde. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es ist jetzt kaum was drin. Also es sind jetzt so ein paar kleine Korallen drin, keine Tiere. Was soll er groß abschäumen? Das kann ich also auch irgendwo verstehen. Ich denke, dass ich in den nächsten 2 Wochen da auch wieder dann den Korallenbesatz hochfahren werde. Ich werde trotzdem gucken, erstmal so ein bisschen auf der safen Seite zu bleiben und erstmal so Richtung Weichkorallen zu gehen. Vielleicht ein paar Gorgonien noch mit dazu, aber noch nicht Richtung SPS auf keinen Fall. LPS weiß ich noch nicht so richtig, wahrscheinlich auch noch nicht. Erstmal noch unten so ein bisschen Weiche ergänzen und ein paar Gorgonien ergänzen. Ist so zumindest im Moment der Plan. Und ja, dann vielleicht auch nochmal. Ja, ich weiß es noch nicht. Also. Ich bin da jetzt wirklich sehr langsam unterwegs, das machen wir jetzt ganz langsam, ganz entspannt, dauert dann halt ein bisschen, bis die nächsten Video-Updates kommen, aber ist dann halt so. In diesem Zusammenhang mal kurzes Feedback zum Algenrefugium, genau. Denn ich glaube, einige von euch wundern sich, weil ich hatte das jetzt so lange und so früh schon angekündigt und das Algenrefugium ist ja immer noch nicht aufgetaucht. Warum nicht? Weil DHL das Paket verschlammt hat. Und wir waren eigentlich die ganze Zeit immer noch der Meinung oder hatten die Hoffnung, dass das nicht so sei und dass das alles wiederkommt und dass wir das wiederfinden und dass das einfach nur weitergeschickt wird. Aber jetzt haben wir tatsächlich vorgestern die Bestätigung von DHL bekommen und sie sagen, ja, Paket ist nicht auffindbar, tut uns leid, hier ihre Versicherten, also ihre Versicherungssumme. Und jetzt muss New Wave die Becken leider neu bauen für mich. Weil da waren ja einmal war da das Algenrefugium drin und da waren aber auch die beiden Acryl-Fotobecken drin für Steffi und mich, die ja vor ungefähr einem Jahr in diesem kleinen Battle da entstanden sind, wo wir gesagt haben, wer von uns beiden baut das bessere Fotobecken. Das war alles in diesem Paket und das ist halt nie angekommen. Ja. Und dann gab es nämlich, also das wurde halt verschickt und gab ja auch ein Tracking und irgendwann stand dann in diesem Tracking, Paket wurde zugestellt. Und ich schaue mich hier so um und denke so, nö. Hier wurde kein Paket zugestellt, so schwierig. Oder guckst du so irgendwie auf das Tracking und dann steht da wirklich bei, Paket wurde angenommen von Name XY. Also ich sag den Namen jetzt nicht. Das war aber halt ein Name, der nicht hier im Haus wohnt. Also weder war das unser Name noch der Name irgendeines Nachbarn. Und dann denkst du dir schon so, komisch. Und dann fragst du bei DHL nach und sagst, ja hier, das war halt niemand von uns. Ja, das muss aber so sein, der hat ja unterschrieben. Ja, war aber nicht der Fall. Also, was soll ich Ihnen dann da sagen, außer dass diese Person mit diesem Namen nicht hier existiert? So, ne? Und dann gehen die natürlich erstmal nicht darauf ein. Ich meine, ich kann es doch verstehen, wahrscheinlich bekommen die am Tag 1000 Anfragen nach dem Motto, mein Paket ist hier angekommen. Und dann müssten die Leute eigentlich nur noch einen Tag länger warten und dann wird es aber ankommen. Also, ich kann auch verstehen, dass der Supporter vielleicht keinen Bock hat, aber trotzdem.
Wenn du natürlich für dich selber schon irgendwie alles ausgelotet hast, dann ist das auch mal so ein bisschen ätzend. Und dann musst du halt von New Wave einen Nachforschungsantrag gestellt werden. Und wenn der dann gestellt wurde, dann kriege ich von DHL eine Nachricht, so nach dem Motto, hier, die haben den Nachforschungsantrag gestellt. Haben sie das Paket wirklich nicht bekommen? Versprechen sie uns, dass sie das nicht bekommen haben? Wirklich, wirklich? Weil ansonsten suchen wir da nicht nach. Und dann musst du das nochmal unterschreiben und sagen, ja, ich habe das wirklich nicht bekommen. Und seht zu, dass er da jetzt mal nachsucht. Und dann hat es, glaube ich, immer noch 2 Wochen gedauert. Und jetzt kam dann eben die Rückmeldung so, ja, können wir nicht finden, tut uns leid. So, ja, gut. Hat jetzt auch nur fast einen Monat gedauert, bis wir zu diesem Punkt gekommen sind. So, wie gesagt, jetzt muss New Wave das neu bauen und schickt es dann nochmal neu raus. Keine Ahnung, was, wie lange das dann dauert, ob das jetzt im Dezember noch was wird. Schauen wir dann. Ist jetzt auch nicht schlimm, weil jetzt gerade brauche ich es halt ohnehin noch nicht. So, ne? In dem jetzigen Zustand werde ich da auch noch nicht das eigene Refugium hochziehen in dem Sinne. Ja, das erstmal dazu. Ja, wie gesagt, Becken so an sich, dem geht's besser. Ich habe heute noch bekommen die neuen Halterungen für die Ecotec Marine Radion XR15, die ja über das Biotopbecken kommen, wenn es umgestaltet wird. Das verschiebt sich leider auch jetzt wieder so ein paar Wochen nach hinten. Also ich habe momentan das Gefühl, dass das wahrscheinlich erst so Ende Januar was werden wird. Weil nämlich, das wäre jetzt das nächste Ding, ich fange heute an, also heute ist Donnerstag, wo ich das aufnehme, der 2. Dezember, genau. Und ich werde nämlich heute anfangen mit der Neugestaltung des Mini-Ms, endlich, was ja unter der Solar Mini hier steht. Das ist nämlich das nächste Projekt und das wird ziemlich cool, da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Einerseits freue ich mich drauf, finde es aber auch ganz, ganz interessant, weil das bisher noch nie so der Fall war. Das Becken wird ein komplettes, wird quasi eine komplette Sponsoring-Reihe werden. Also von dem Becken und so mal abgesehen, da ist ja im Endeffekt alles für da, da brauche ich nichts. Aber die Videos, die ich darüber mache, werden zum ersten Mal bezahlte Videos sein. Und zwar sehr wahrscheinlich jedes davon. Das hängt noch so ein bisschen davon ab, zu welchen genauen Themen ich da Videos machen werde. Aber jetzt das erste Video, was jetzt kommt, da geht es halt um das neue Layout. Das wird ein bezahltes Sponsoring sein. Also ich bekomme halt einerseits die Sachen für das Aquarium gesponsert, also in dem Fall das Hardscape, aber halt für das Video auch ein zusätzliches Honorar. Und so wird es dann nämlich bei den nächsten Videos zur Bepflanzung und zum Tierbesatz auch sein. Wenn da noch thematisch irgendwas zwischenkommt, dann wäre das wahrscheinlich kein bezahltes Video, weil das halt nicht abgesprochen ist. Das wäre dann halt wieder meins so in dem Sinne. Ich finde es aber ganz spannend. Also das ist das erste Mal, dass so ein Projekt wirklich auch bezahlt wird sozusagen. Sonst ist es ja fast immer so gewesen, dass ich halt nur in Anführungszeichen Produktsponsorings bekomme, was schön und gut ist. Aber da habe ich auch schon in ein paar Folgen mal drüber gesprochen. So ein Produktsponsoring ist halt nicht immer nur positiv. Weil gerade Produktsponsorings von recht teuren Produkten kosten mich halt erstmal auch viel, weil ich zahle für so ein Produktsponsoring Einkommensteuer in Höhe, also Einkommensteuer auf den Wert des Neupreises des Produkts. Es muss halt so versteuert werden, als sei das Produkt eine Geldeinnahme gewesen und nicht eine Produkteinnahme, für die ich mir nichts kaufen kann in dem Sinne. Deshalb ist so ein Produktsponsoring immer so ein bisschen zwiespältig und ich habe halt auch selber angefangen, davon wegzugehen, mich darauf einzulassen, wenn jemand halt nur Produktsponsorings möchte, weil, ja, ganz im Ernst, das kostet mich im Endeffekt Geld. Und je nachdem, was das für ein Thema ist oder was da für ein Video rauskäme zu diesem konkreten Produkt, lohnt sich das schlicht und ergreifend nicht, was dann beispielsweise die sozusagen Zweitumsätze über YouTube betrifft. Also einerseits die Werbeeinnahmen, andererseits die Möglichkeit, da eventuell Affiliate-Links drauf zu verlinken, über die ihr die Sachen kaufen könnt, wo ihr mich dann halt quasi unterstützen könnt, um das zu refinanzieren. Und bei manchen Sachen funktioniert das einfach nicht. Da gibt es halt keine Affiliate-Links und das Video ist halt auch vom Thema her nicht so sehr spannend, dass da großartig Werbeeinnahmen reinkommen. Und dann ist das im Endeffekt tatsächlich für mich ein Minusgeschäft. Und da muss ich halt so ein bisschen aufpassen, weil ich habe das jetzt jahrelang so gemacht, aber das ist halt ja, auch natürlich mit steigenden Ausgaben, die man hat, gerade mit den ganzen Produkten, die ich jetzt anbiete, weil ich die ja dann auch in großen, vergleichsweise großen Mengen für mich einkaufe, was dann immer recht hohe Einmalbezahlungen sind, die man halt sofort leisten muss. Da muss ich so ein bisschen aufpassen, dass ich mir das halt nicht durch meine eigenen Videos so ein bisschen kannibalisiere. Und naja, deshalb war das da halt umso interessanter, weil das war nicht meine Idee, dieses Ding jetzt komplett gesponsert zu machen, sondern da kamen halt 2 verschiedene Shops auf mich zu, die gesagt haben, hey, wir haben diese und jene Idee, wir würden das gerne dir auch bezahlen als Video. Das kam halt auch als Ansage von denen, was ich immer sehr positiv finde, dass man da nicht davon ausgeht, dass man jemanden halt nur in Anführungszeichen mit einem Produktsponsoring abspeisen kann, weil wie gesagt, es ist auch für kleine Creator, auch wenn ihr euch darüber freut, so ein Sponsoring angeboten zu bekommen, aber
ihr müsstet eigentlich Einkommensteuer darauf zahlen. Ich weiß auch, dass das nicht alle angeben, was auch ein Problem ist. Aber wenn man das halt ja richtig versteuern würde, dann zahlt ihr darauf Einkommensteuer und dann ist das im ersten Moment halt Minusgeschäft. Deshalb freue ich mich da mal sehr drüber, wenn halt Shops und Händler und Hersteller von vornherein so sich dessen bewusst sind und sagen, hey, das Produkt schön und gut, aber da steckt halt auch eine ganze Menge Arbeit und Zeit drin, die wollen wir natürlich auch entlohnen. So, das heißt, das kam dann von denen aus direkt und dann bot sich das halt an, sozusagen mit dem einen Shop die Hardscape-Sachen zu machen, mit dem anderen Shop Pflanzen- und Tierbesatz. Und ja, ich bin sehr gespannt darauf, wie das dann noch bei euch ankommt, ob das für euch auch vielleicht vom Gucken her einen Unterschied macht. Also meiner Meinung nach kann ich ein bezahltes Video ganz genauso gestalten wie jetzt ein nicht bezahltes, weil ich habe ja auch keine Vorgaben und mit Vorgaben würde ich es auch nicht machen. Da wäre mir auch ehrlich gesagt die Summe egal. Also vielleicht nicht, wenn jemand da jetzt einen 7-stelligen Betrag für raushauen wird oder sowas. Nee, aber mal ganz im Ernst. Also meine Ansage war dann immer, pass auf, wir können das gerne so und so machen. Ich würde mir das so und so vorstellen. Meine Voraussetzung ist, ich kriege von euch keine Auflagen. Und da haben sich eben auch alle drauf eingelassen. Es gibt auch keine Verträge oder so. Es gibt halt nichts, was ihr irgendwie sagen müsst oder was ich machen müsste, sondern im Endeffekt denke ich eigentlich, dass da genau die gleichen Videos bei rumkommen, wie jetzt auch immer meine Videos sind. Nur, dass ich da halt dann auch ein passendes Honorar halt für bekomme. Ja, das ist aber auf jeden Fall das, was wir heute anfangen. Und gerade die Hardscape-Geschichte, da freue ich mich sehr drauf, weil das ist wirklich cool. Das ist halt auch wirklich was ganz Neues, was, glaube ich, noch nicht viele ausprobiert haben. Das ist jetzt schon ein paar Monate am Markt. Ich glaube aber, das ist nicht so richtig bekannt und da freue ich mich sehr drauf, weil das auch im Video, glaube ich, ziemlich cool aussehen dürfte. Aber das ist jetzt auf jeden Fall die Sache. Mini M kommt jetzt als nächstes. Und ich denke eigentlich, dass das bis zum Jahreswechsel auch soweit durch sein sollte. Vielleicht noch nicht mit dem Tierbesatz. Das wird wahrscheinlich dann noch so 2-3 Wochen länger dauern, bis es fertig eingelaufen ist. Aber zumindest Hardscape und Bepflanzung, sodass das Becken läuft, sollte passen. Ich wollte ja die ganze Zeit, deshalb habe ich das ja auch selber so ein bisschen vor mir hergeschoben, da die neuen Oase-Rucksackfilter einsetzen, diese Bio-Style-Filter. Jetzt habe ich halt von Oase die Rückmeldung bekommen, dass sie sich immer noch weiter verzögern, bis sie endlich mal lieferbar sind. Und jetzt muss ich sagen, ist mir halt auch wurscht. Dann starten wir das Becken halt erstmal mit dem klassischen Aquael Versa Max FZN Mini, den ich ja sonst auch mal benutzt habe für meine Mini-Ems. Und dann kommt halt der Oase-Filter irgendwann nachträglich, wenn er dann endlich mal irgendwann lieferbar sein sollte. So, ne? Okay, das war die Mini-M-Geschichte. Was als nächstes kommt? Ich überlege mal gerade, was habe ich hier noch so? Ach so, genau. Aktuell habe ich das letzte Video war das Weihnachtsgeschenke-Video, das kam auch sehr gut an. Und da noch einmal der Hinweis, ich habe jetzt aktuell auch die neuen Cut-and-Grip-Tools bei mir im Shop. Also diese Kooperationsentwicklung mit mir und Weinkamm Aquaristik, wo ja jetzt das Cut-and-Grip-Tool auch unter dem Label Aquaowner exklusiv bei mir im Shop verkauft wird. Leider, wenn ihr jetzt den Podcast hört, sind davon schon gar nicht mehr viele übrig. Also die gewinkelte Version ist schon komplett ausverkauft. Und von der geraden Version sind, glaube ich, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch 5 verfügbar. Also unter Umständen sind die alle schon ausverkauft, wenn der Podcast rauskommt. Das ging auch wirklich schneller als erwartet. Ich habe ja extra damals mit dem Michael Weinkamp gesagt, okay, komm, wir nehmen erstmal ein paar weniger. Ich hatte halt insgesamt 30 Stück, weil beide nicht wussten, wie kommt das Ganze so an, weil der Preis ja auch vergleichsweise hoch ist mit 50 €. Wie wird das angenommen? Aber stellt sich raus, wird sehr gut angenommen. Ist ja auch wirklich ein krass cooles Ding, weil es einfach super innovativ ist. Ne? Also Schere und Pinzette in einem Tool, dass du das, was du abgeschnitten hast, sofort festhältst. Wirklich cool. Falls du es noch nicht gesehen hast, schau dir mal das Weihnachtsgeschenke-Video an. Ich packe das auch nochmal in die Podcast-Beschreibung. Auch ganz generell, falls ihr noch irgendwie Weihnachtsgeschenke sucht für befreundete Aquarianerinnen und Aquarianer, dann gibt es da natürlich auch mal ganz nette Hinweise. Außerdem gibt es gerade einen Gutscheincode von JBL, der da noch mit drin ist. Den packe ich euch auch mal hier mit in die Podcast-Beschreibung rein. Mit dem Code AOChristmas, alles großgeschrieben, alles zusammengeschrieben, gibt es nämlich 20% auf die neuen JBL ProFlora CO2-Sachen. Allerdings nur für eine Woche. Der gilt bis zum 8., also bis zum 8.12. Findet ihr aber, wie gesagt, alles nochmal in der Podcast- bzw. Videobeschreibung. Ja, Cut and Grip Tools liefen auf jeden Fall sehr, sehr gut. Als nächstes werden dann die Essential Toolbags auch noch mit in den Shop kommen. Da hoffe ich, dass das Mitte Dezember der Fall sein wird. Da ist nämlich das gleiche Spielchen wie jetzt mit den Cut and Grip Tools auch. Ich warte mal wieder auf die Verpackungen. Die Druckereien sind halt gerade, wenn es jetzt so Richtung Dezember geht, wieder voll ausgelastet. Und das heißt, ich habe gerade so 1 bis 2 Wochen Lieferzeit auf meine Verpackung, was mich nervt, aber wo ich auch nichts dran ändern kann. Weil die Toolbags sind schon da, die liegen schon hier, sind alle schon vorbereitet. Sie müssten halt nur noch in ihre fertige Verpackung und könnten dann direkt verschickt werden. Da ich aber halt nicht weiß, wann die Verpackung kommt, will ich sie auch nicht jetzt schon mal
vorab in den Shop lassen. Weil wenn ich jetzt wüsste, dass die Verpackung morgen ankommt, dann könnte ich sie ja jetzt schon ruhig in den Shop stellen und jetzt schon verkaufen. Ist mir ja wurscht. Dann kommen halt die Verpackung morgen, mache ich morgen fertig, können direkt rausgeschickt werden. Aber da ich das nicht weiß und da das momentan so super unsicher alles ist, lasse ich das lieber und dann kommen sie halt leider erst dann rein, wenn die Verpackungen auch wirklich hier liegen. Weil selbst wenn sie verschickt wurden, dann kommt ja jetzt im Dezember noch das spaßige Problem mit DHL wie jedes Jahr, dass sich da ja einfach auch die Versandzeiten krass verlängern. Gut, aber dann kommen wir einmal zu der Geschichte, die ich heute so hauptsächlich mit euch durchkauen möchte. Und zwar habe ich vor mittlerweile 2 Wochen ungefähr eine E-Mail von Galileo bekommen, von der Sendung. Also, was ist denn das? ProSieben, oder? Ich glaube ja, genau, ProSieben, Galileo. Ich nenne jetzt keine Namen, also mir hat halt eine nette Dame geschrieben, die halt für das Unternehmen arbeitet, was halt diese Sendung produziert. Das ist nicht ProSieben selber, das ist auch eine Untermediengruppe, whatever, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich eine E-Mail bekommen mit folgendem Inhalt, den möchte ich euch mal vorlesen. Hallo Tobias, ich arbeite bei ProSieben und für einen Beitrag bei der Sendung Galileo zum Thema Marmorkrebse sind wir derzeit auf der Suche nach einem Protagonisten oder einer Protagonistin, der oder die im Umkreis von München Flusskrebse, am besten Zwergflusskrebse, im Aquarium hält. Die Dreharbeiten dazu sollen nächste Woche stattfinden und es wäre toll, wenn die Person die Dreharbeiten begleitet und uns ihr Aquarium und Tier für den Dreh zur Verfügung stellt. Melde dich gerne für genauere Infos bei mir. Ganz liebe Grüße. Das war die komplette E-Mail. Fällt euch was auf? Ja, also ich habe so viele Fragen an diese E-Mail und an diese Dame und vor allem auch an diese Bude, die dafür offensichtlich nach Leuten sucht. Wie genau, ernst gemeinte Frage, wie genau kommt man, wenn man einen Fernsehbeitrag für ja eine Sendung, die ja nicht klein ist, für ja eine Sendung, die ja auch deutschlandweit bekannt ist, die ja auch ein gewisses Renommee hat, also vielleicht nicht das allerbeste, aber also das ist ja nicht... Das ist ja jetzt nicht irgendein Lokalfernsehbeitrag, ne? Das ist ja schon größer. Und dann macht man wirklich ernsthaft so wenig Recherche für die Leute, die man anfragt? Weil, lass mich kurz nachdenken, wie viele Videos habe ich auf meinem Kanal, bei denen es um Marmorkrebse geht? Ach ja, keines. Kein einziges. Ja, von über 700 Videos kein fucking einziges Video behandelt das Thema Marmorkrebse. Ja, man könnte einfach auf YouTube Aquaona Marmorkrebse googeln und dann rausfinden, dass da nichts existiert. Wie genau kommt man jetzt auf die Idee, mich anzufragen, ob ich nicht ein Aquarium mit Flusskrebsen, am besten Zwergflusskrebse, habe? Das ja auch schon mal, ja. Also es geht um... Die Sendung geht über das Thema Marmorkrebse. Sie suchen jetzt einen Protagonisten, der Zwergflusskrebse hat. So, was denn jetzt? Also, das ist ja auch schon mal so ein Punkt. Ne? Dann im Umkreis von München. Ja, also, wenn es danach geht und wenn ich jetzt an dieser Sendung teilnehmen wollen würde, dann dürften die, wenn die jetzt aus München kommen, wovon ich jetzt ausgehe, ich weiß nicht, steht das hier drunter irgendwo? In Unterföhring sitzt diese Medienbude, die das produziert. Ist wahrscheinlich irgendwo in der Nähe von München, ne? Wenn die jetzt mit mir diesen Beitrag drehen wollen würden, dann dürfen sie halt erstmal 600 Kilometer fahren. Das kann man vorher wissen, ja? Bevor man Leute fragt. Und dann, was ich ja noch eigentlich am allergeilsten finde, ist, also diese E-Mail kam am 23.11., das war ein Dienstag. Und dann steht ja hier drin, die Dreharbeiten dazu sollen nächste Woche stattfinden. So, aha, ich habe jetzt also einen Vorlauf von unter einer Woche, um mich auf sowas vorzubereiten, ernsthaft? Wenn ich Leute anfrage für irgendwie, hey, kann ich mal vorbeikommen, ich würde bei euch gerne mal ein Video drehen, ich würde euch gerne irgendwie, ich würde gerne whatever, Interviews wieder führen, wie auch immer, dann bewegen wir da uns meistens in so Terminabsprachen so in einem Monat, in 2 Monaten, in 3 Monaten. Aber doch nicht, hey, ich würde gerne in 5 Tagen vorbeikommen. So, was ist denn das? Also von was gehen die Leute denn aus? Ja? Vor allem, das kann man mich ja jetzt noch fragen als Selbstständiger und ich könnte das ja sogar leisten. Ich könnte ja sogar leisten, ja klar, komm nächste Woche vorbei. Kann ich irgendwelche anderen Termine woanders hinschieben? Kann ich irgendwelche anderen Dreharbeiten verlegen? Kein Thema. Wie genau soll das funktionieren mit Leuten, die einen regulären Job haben? So, ich bitte euch, also das ist doch keine ernstzunehmende Anfrage. Das ist in so vielerlei Hinsicht keine ernstzunehmende Anfrage, was ich so traurig finde, weil ich glaube,
Ich bin fest davon überzeugt, dass solche Anfragen darauf basieren, dass Leute angefragt werden, die halt von dem Namen der Sendung so beeindruckt sind, dass sie sagen, oh mein Gott, krass, von Galileo wurde ich angefragt, ja, da will ich auf jeden Fall dabei sein. Und dann versuchen, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um denen irgendwie gerecht zu werden. Und das finde ich ganz, ganz schwierig und den total falschen Ansatz. Und ich muss mich selber mal so ein bisschen zurückhalten, denen keine bitterböse E-Mail zurückzuschreiben. Ich antworte auf sowas eigentlich gar nicht, ganz einfach. Ne, habe ich jetzt in dem Fall auch nicht getan. Aber eigentlich müsste man denen zurückschreiben, sag mal, tickt ihr noch ganz sauber? Ist das wirklich euer fucking Ernst, so eine beschissene Anfrage zu stellen? Also sorry, das ist so etwas, wo ich mich total reinsteigern kann, weil ich das auf so vielen Ebenen so respektlos den Gegenübern finde, die da angefragt werden. Also erstmal dieses, was ist denn jetzt das Thema? Ist das Thema jetzt Marmorkrebse? Ist das Thema Zwergflusskrebse? Was ist es denn jetzt genau? Schreib doch vernünftig da rein, um was geht es genau? Vor allem auch immer dieses, melde dich gerne für genauere Infos bei mir. Nein, will ich nicht. Ich will die genauen Infos vorab haben. Ich habe keinen Bock, da erst noch hinterherrennen zu müssen, um überhaupt erstmal die Infos zu kriegen, die ich vielleicht haben muss, um zu entscheiden, möchte ich daran teilnehmen oder nicht. Das will ich vorab haben. Was ist denn das für ein Gebaren, dass ich dem dann hinterherlaufen soll? Also bitte, ja. Dann die Geschichte von wegen, erstmal, es geht halt um dieses Thema, es geht um den Umkreis München. Warum ist das nicht eure Rechercheleistung, rauszufinden, ob diejenigen, die ihr da anfragt, überhaupt dafür in Frage kommen? Warum müssen die sich dann jetzt bei euch zurückbellen und sagen, oh sorry, ich wohne ja gar nicht in München, kriegen wir das vielleicht anders hin? Oder, ja, tut mir leid, ich habe zwar ganz viele Aquarien, aber kein einziges mit Zwergflusskrebsen. Was ihr wissen könntet, wenn ihr mal ein wenig Recherche betreibt, 2 Minuten reichen, ja, einfach mal googeln. Das ist doch bescheuert. Da wird die komplette Arbeit, die die eigentlich leisten müssen, umgewälzt auf denjenigen, der angefragt wird. Und das ist unfair und respektlos. Ja, und dann noch mal gar nicht davon angefangen, von wegen, ja, wir wollen nächste Woche anfangen, sieh mal zu, dass du Zeit hast. Also, und dann kommt ja auch noch die Formulierung, es wäre toll, wenn die Person die Dreharbeiten begleitet und uns ihr Aquarium und Tier für den Dreh zur Verfügung stellt. Ich denke, ich weiß, wie das gemeint ist, aber ich finde die Formulierung sehr unglücklich. Weil das klingt so ein bisschen wie, ja, du sollst dabei sein, um ab und zu was zu sagen. Was du sagen sollst, sagen wir dir dann. Und wir filmen dein Aquarium so, wie wir das für richtig finden. Und wir gucken, dass wir mit dem Tier irgendwelche Sachen machen. Was weiß ich, vielleicht muss das mal angestupst werden, damit es irgendwo hinläuft. Also das steht da nicht explizit, ist mir auch klar. Aber ich finde, das transportiert dieser Satz so ein bisschen. So, hier, stell uns mal dein Aquarium und dein Tier zur Verfügung. Nee. Ich kann euch was über das Tier erzählen und ich kann eventuell mit dem Tier interagieren. Aber um was in der Welt würde ich zulassen, dass irgendein fremdes Drehteam von Personen, die ich noch nie gesehen habe, die ich nicht kenne, mit meinem Tier interagiert? Das wird nicht passieren. Ja. Also schwierig. Und was natürlich auch noch dazu kommt, hat er irgendwas von wegen Honorar oder von Vergütung zu hören? Ja, das ist eben auch so eine Sache. Und da weiß ich leider auch, dass das tatsächlich auch im TV ja leider gang und gäbe ist, dass wenn da halt externe Leute angefragt werden, dass die halt so gut wie gar nichts an Vergütung bekommen, wenn überhaupt. Ich weiß das von Green Jaws, von dem Matze, der hat mir das damals erzählt. Ich werde jetzt keine Details verraten, das ist sein Ding, ja, das ist sein Ding. Aber er ist ja recht regelmäßig im Lokalfernsehen, in so einer Morgenshow oder auch irgendwie in so einem Mittagsmagazin und so. Also nicht zum ersten Mal, ja. Und er sagt halt auch, das ist eine Sendung, er hat da einen Auftritt von irgendwie 5 Minuten und er ist mindestens 6 Stunden da. Mit Vorbereitung, mit Nachbereitung, dann werden irgendwelche Termine verschoben, dann dauert es wieder länger, dann muss jetzt auf einmal alles ganz schnell gehen in dem Moment und danach ist aber wieder Pause und dann geht das wieder weiter. Und sowas würde ich dabei jetzt auch vermuten. Ja, also erstmal dieses Dreharbeiten, nennt mir doch mal wenigstens einen Zeitrahmen. Ja, noch nicht mal das weiß ich ja. Wie lange soll das denn gehen? Muss ich mir jetzt 2 Stunden Zeit nehmen oder muss ich mir den ganzen Tag frei nehmen? Wie gesagt, gerade bezogen auf was, wenn du regulärer Arbeitnehmer bist und dir halt für sowas, wenn du da gerne teilnehmen möchtest, einen Tag frei nehmen müsstest. Wie lange denn? So, ja, kann ich nachfragen, aber bitte, sowas will ich doch vorab wissen. Ja? Und dann weiß ich halt von dem Matze, der kriegt dafür einen sehr geringen 3-stelligen Betrag. Sehr gering. Und dafür verbringt er da 6 Stunden. Und sagt auch, das bringt ihm genau nichts.
Er macht das mehr oder weniger für sein eigenes Renommee, weil er das eigentlich ganz cool findet und halt sagen kann, wenn ihn irgendjemand fragt, hey, übrigens, ich war schon in mehreren Fernsehsendungen. Aber er sagt auch, das Feedback über so eine Sendung auf seinen Shop oder auf seinen YouTube-Kanal oder auf seine Videos ist quasi non-existent. Ja, also das bringt keine neuen Kunden, das bringt keine neuen Viewer, das bringt keine neuen Abos für den YouTube-Kanal oder so, es bringt exakt nichts. Und Galileo in allen Ehren, möglicherweise schauen Galileo mehr Leute als diese Mittags- oder Morgensendung, in denen er da auftritt, mag alles sein. Aber ganz im Ernst, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich mit einem Video mehr Leute erreiche, als diese Sendung erreichen würde. Vielleicht nicht in absoluten Zahlen. Also klar, so eine Sendung Galileo gucken möglicherweise mehr Leute, als Leute meine Videos gucken. Aber auf das Thema bezogen, auf die spezielle Zielgruppe bezogen, erreiche ich doch von vornherein deutlich mehr Personen, als es so eine allgemein gehaltene Galileo-Sendung jemals könnte. Und es sprechen halt so viele Dinge gegen so einen Fernsehauftritt, das kann ich schon gar nicht mehr alles an einer Hand abzählen. Also ich bin immer wieder so schockiert von solchen Nachrichten, weil ich finde, da steckt so wenig Mühe drin, da steckt so wenig Vorbereitung drin und da wird so viel erwartet von der anderen Seite, dass es mir echt jedes Mal in den Fingern juckt, da mal zurückzuschreiben und zu sagen, sag mal, tickt ihr noch sauber, so eine freche, dreiste Anfrage rauszuschicken an Leute und die sozusagen auch noch unter Druck zu setzen, so von wegen, ja, nächste Woche soll das stattfinden. Entweder bist du dann fertig oder du hast Pech gehabt. Das ist so das, was dieser Satz im Endeffekt aussagt. So, ne? Da fehlen mir manchmal echt die Worte. Wie gesagt, da muss ich mir auch selber immer zurückhalten, da halt nicht irgendwie was Böses hinterherzuschreiben. Also nur um das nochmal klarzustellen, ich habe auf diese Anfrage nicht geantwortet. Bin sehr gespannt, ob dieser Beitrag über Marmorkrebse oder Flusskrebse oder Zwergflusskrebse, keiner weiß es, jemals kommen wird und wer dann sich dazu bereit erklärt hat. Ich würde echt nur einfach sagen, wenn ihr so eine Anfrage bekommt, überlegt euch das sehr, sehr gut. Ich halte das für eine sehr schlechte, sehr respektlose Anfrage und ich würde euch persönlich davon abraten, sowas anzunehmen, weil ich glaube, das ist für euch einfach nur Arbeit und nur stressig für am Ende quasi kein Outcome. Also ist meine Meinung zu diesem Thema. Ja, das war der kleine Rant, den ich einmal mal wieder loswerden wollte. Also ganz generell so in dieser Medienlandschaft, je länger man da unterwegs ist. Und gerade wenn man auch über YouTube da unterwegs ist, man wird ja auch von den klassischen Medienanstalten, in dem Fall ja auch TV, ja nicht so richtig ernst genommen, was ich witzig finde, weil die absoluten Zahlen ja sehr, 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 sehr deutlich die Sprache sprechen, dass du als mehr oder weniger großer YouTube-Kanal ja problemlos höhere Aufrufezahlen bekommst als jede TV-Sendung aktuell und damit ja auch gleichzeitig sogar noch die perfekt spezialisierte Zielgruppe erreichst, die so eine TV-Sendung überhaupt nicht hat, weil die einfach linear breit ins TV gestreut wird und wer am Ende davor sitzt und die sieht, weißt du doch überhaupt nicht. Auf YouTube weiß ich exakt, wer meine Videos sieht und ob das halt die Zielgruppe ist, die ich erreichen möchte. Also Es sprechen meiner Meinung nach so viele Dinge gegen TV-Formate oder Radioformate, ist noch schlimmer. Also, ja, ganz, ganz fieses Thema irgendwie. So, und dann will ich aber noch eine Frage einmal mit reinnehmen, wobei ich auch da im Vorfeld schon sagen muss, es gibt nicht so richtig eine gute Antwort darauf. Aber das ist auch wieder etwas, wo ich sehr glücklich darüber wäre, wenn ihr euch einschaltet und in den Kommentaren entsprechend was raushaut, wenn euch da noch was Gutes so einfällt. Und zwar eine Frage von Lorenz. Und Lorenz fragt, hey Tobi, ich habe vor kurzem mein Becken mit Sandweg eingerichtet und schon jetzt das Problem, dass vor allem wegen meiner Corridoras Kies auf meine Sandfläche kommt. Kennst du einen Weg, neben Sortieren mit der Pinzette, Kies und Sand einfach voneinander unter Wasser zu trennen? Und ja, die kurze und ehrliche Antwort darauf ist nein. Kenne ich leider nicht. Gerade mit Kies ist natürlich jetzt das nochmal besondere Problem, weil hättest du Soil gesagt, gäbe es nämlich eine Möglichkeit. Denn viele Soils, zumindest die vorgedüngten Soils, wenn die einen gewissen Eisenanteil enthalten, sind nämlich magnetisch. Da habe ich mal ein kleines Pro-Tipp-Video zu gemacht. Und das packe ich trotzdem mal in die Podcast-Beschreibung, auch wenn das jetzt konkret für deinen Fall nicht hilft, aber vielleicht für andere, die das Problem mit Soil und Sand haben. Wie gesagt, die vorgedüngten Soils, also es darf kein Garnelen-Soil sein, der halt nicht vorgedüngt ist, die haben das meistens nicht. Aber die vorgedüngten Soils, also ADA, Amazonia, Tropica und so weiter, die sind magnetisch. Und wenn du einen langen Stabmagneten nimmst, dann kannst du damit halt über die Sandfläche fahren und das Soil bleibt halt am Magneten kleben. Das ist genial, das ist richtig cool. Gerade wenn du da so einen etwas breiteren Stabmagneten hast, kannst du damit einfach wirklich so über die Sandfläche wischen und du ziehst alles ans Soil darunter. Bei Kies, boah,
Ich wüsste nicht, wie du das machen sollst. Möglicherweise, wenn man ein sehr kleines Sieb hätte, was Sand durchlässt, aber Kies nicht, dann könnte man das vorsichtig so über die Oberfläche wegsieben. Aber das müsstest du halt auch erstmal hinkriegen, dass du dann genau so eine Maschenbreite hast, die für Sand passt, aber für den Kies nicht mehr. Kann man sicherlich kriegen, kann man vielleicht auch sicherlich basteln aus so feinem Draht oder so. Also dieses Drahtgeflecht, vielleicht sowas wie ein Fliegengitter-Geflecht, also Fliegengitter für Fenster, könnte ich mir vorstellen. Und das dann vielleicht in so eine, ja, vielleicht so mit Tesa oder mit was auch immer, an eine Pinzette geklebt oder an eine Schere geklebt, also wenn die aufgespannt ist, dass man damit so durchsiebt. Das könnte gehen, damit hätte man sich dann selber so ein ganz kleines Sieb gebastelt. So jetzt als spontane Idee, die mir jetzt in dem Moment gerade erst eingefallen ist. Aber mehr fällt mir da auch nicht so richtig ein. Also was man natürlich machen kann schon bei der Gestaltung, ist halt zu versuchen, den Weg irgendwie abzugrenzen. Indem du beispielsweise die Fläche, wo sich halt in dem Fall Sand und Kies begegnen, beispielsweise mit flachen Steinchen ablegst oder generell mit Steinen mit Hardscape irgendwie ablegst oder aber die Kante bepflanzt. Und sobald die Pflanzen dann halt gewachsen sind, halten die ja alle einmal durch die Wurzeln, andererseits durch die Blätter ja auch diese Bodengrundschichten so ein bisschen voneinander getrennt. Aber wie du schon sagst, gerade wenn du natürlich Tiere da drin hast, die halt die ganze Zeit mit dem Bodengrund zugange sind, dann wird es sehr schwierig. Wäre dann für mich ehrlich gesagt immer ein Argument zu sagen, okay, mit den Tieren setze ich halt keinen Sandweg ein, ganz einfach. Hilft dir natürlich nur jetzt nicht mehr, wo du es gemacht hast. Also meine Idee wäre halt die mit dem Sieb selber basteln. Das wäre das, was mir dazu einfällt. Aber deshalb bin ich auch sehr gespannt, was ihr da vielleicht noch für Ideen habt, die da helfen könnten, gerade wenn es halt nicht mit der magnetischen Methode funktioniert. So, damit soll es aber für heute gewesen sein, weil ich merke tatsächlich jetzt schon von dem bisschen reden, dass ich wieder so ganz leichtes Halskratzen kriege und so ein bisschen heiser werde. Also ganz weg ist das alles noch nicht. Und da ich gleich noch ein bisschen mit dem Video weitermachen will, machen wir lieber für diese Woche Schluss und wir hören uns dann nächste Woche bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Ende angehört hast. Wenn du diesen Podcast auf YouTube schaust und hörst, dann vergiss bitte nicht, den entsprechenden YouTube-Kanal zu abonnieren und dem Video dort einen Daumen nach oben zu geben. Dort kannst du übrigens auch unter dem Podcast kommentieren und mir so deine Meinung dalassen. Wenn du diesen Podcast über eine Podcast-Plattform oder über einen Podcatcher deiner Wahl gehört hast, dann vergiss dort bitte nicht zu bewerten, falls du es dort kannst. Am wichtigsten sind immer noch die Bewertungen bei Apple Podcasts und bei Google Podcasts. Die helfen enorm dabei, einen Podcast bekannter und wichtiger zu machen. Deshalb, falls du dort bewerten möchtest, wäre ich dir sehr, sehr dankbar für deine Bewertung auf einer dieser Plattformen und wir sehen uns jetzt bei der nächsten Folge wieder.